So, heute ist das Wetter viel, viel, viel schlechter als gestern. Ist aber egal, ich mache trotzdem weiter. Auf jeden Fall zeige ich euch in dem Video heute, was hier alles noch ansteht. Also komplett an meinem ganzen Haus. Ich habe hier gestern einen kleinen Unterstand gebaut. Ein Pop-Up-Zelt aufgebaut für die Fahrräder und die ganzen Fahrzeuge, die hier unten in meinem Geräteraum stehen, damit es da mal ein bisschen freier wird. Ich habe da angefangen aufzuräumen. Will mein Leben jetzt so komplett umkrempeln, dass ich immer alles direkt fertig mache und wegräume und erst meine Sache abschließe, dann die andere anfange. Ob das so klappt, keine Ahnung, will ich nichts versprechen, aber ich versuche es auf jeden Fall. Hier ist jetzt das aktuelle Projekt, wo ich dran bin, die Treppe. Da bin ich schon relativ weit. Ich habe mir hier eine gerade Platte geholt. Eine Multiplex-Platte, 40 mm ist sie, glaube ich. Die ist relativ gerade. Ich brauche nämlich eine gerade Fläche, um die Stufen von der Treppe zusammenzuschweißen. So, da ist mein Werkzeug. Da ist die Gasflasche, das Schweißgerät. Ich schweiß das jetzt alles hier zusammen nach meiner Zeichnung. Das sind die Außenteile. Da habe ich Senkungen reingemacht. Das seht ihr aber alles in dem Video von der Treppe. Also, jetzt zeige ich euch, was hier Sache ist. Da kommt ein Carport hin. Dazu zählt natürlich, dass hier auch die Seite hier von dem Geräteraum verputzt wird. Das wird aber, denke ich mal, ein anderer Part sein. Das wird nicht der Carport sein, sondern das wird mein Sockel von meinem kompletten Haus machen. Das, also haben wir schon zwei Sachen. Wir haben den Carport, wir haben den Sockel von dem kompletten Haus. Hier kommt Pflaster hin. Da setze ich Kantensteine von da hinten in einer Reihe hier hin und pflaster das hier alles. Das Größte und das, was als nächstes kommt, wo ich mich wahrscheinlich am meisten drauf freue, ist, da kommt der Bagger auch wieder in Einsatz. Ich baue mir hier einen Pool hin. Guckt mal, wie sieht das aus jetzt? Stellt euch mal vor, da ist Sonne und Sommer, warm. Die Kinder spielen hier und da ist ein Pool. Der passt doch da perfekt hin, oder? Das Tor muss da weg, der Basketballkorb auch. Aber hier kommt ein Pool hin. Ich lasse den Boden ein. Ich will da noch gar nicht so viel zu sagen, weil ich bin da gerade Kooperationspartner am Suchen und es gibt da einen Hersteller oder Verkäufer Online-Shop, der bietet die in 1,20 Meter Höhe an. Weil mir hat das nie gefallen, diese ganzen fertigen Bausätze, das soll ein Styropor-Pool werden, die sind mir zu tief. Weil da haben meine Kinder keinen Spaß. Wir waren jetzt letztens auf einer Feier, da war ein Pool und der hatte die perfekte Höhe, so will ich ihn auch haben. Also nicht zu tief, weil das ist nur mal, um die Kinder zu bespaßen, hauptsächlich, und da sich ein bisschen abzukühlen. Der wird 3x6 Meter, also das ist kein Pool, wo man irgendwie Bahnen schwimmen kann. Aber um abzukühlen, perfekt. Na dann, haben wir schon mal hier auch ein bisschen aufräumen. Das wird wahrscheinlich auch ein Video werden, komplett einmal hier alles ausräumen oder aufräumen. Ja, hier muss ich diese Wand, die ich da unten gemacht habe, hier schräg hochziehen, bis an da vorne diese Kantensteine da ansetzen und hier weiter, wie ich das da schon gemacht habe, schräg verfüllen. Dann mache ich hier aus diesem Schalstein nochmal hier ein Plateau, wo ich dann den quasi ja, alles von hier abfange und hier gehe ich ja ein bisschen runter. Ist ja ein bisschen schwer vorzustellen, meine Frau hat das. Ich habe das selber erstmal nicht gerafft, wie ich das hier machen soll, aber ja, auf jeden Fall habe ich das mal. Dann die Treppe hier runter und da drauf, ne, da muss irgendwas hin. Ich denke mal Granit. Und hier noch eine Umrandung von den Mülltonnen. Mülltonnen, die sollen umrandet werden. Also so ist mal der Plan. Vielleicht wechselt der Plan noch oder verändert sich. Weil hauptsächlich hat die Anna wieder... Die hat den Plan, was hier so alles passieren soll. Und ich habe nur die Timeline und die Prioritätenliste. Ja, dann will ich hier, habe ich mir echt auch gedacht, das ist halt kacke. Entweder das muss man regelmäßig mähen, irgendwas regelmäßig zu machen, bin ich nicht der, fuck, ist der Biomüll schon weg? Da bin ich nicht der Typ für. Und mein Nachbar, der hat da alles komplett hier, der hat da gepflastert, diese Seite da, komplett. Ich bin mir am Überlegen, das auch zu machen. Vielleicht quatsche ich dann mit meinen Nachbarn mal da unten, weil das geht da an dem Grundstück auch vorbei.
dass ich das dann in einem einfach durchmache, wenn die das wollen. Aber vielleicht auch kein Pflaster, irgendwas, was keine Arbeit mehr macht. Ich will hier in Zukunft so wenig wie möglich Maintenance betreiben müssen. Was haben wir jetzt? Achso, ich wollte gucken, ob der Biomüll. Ja, der ist natürlich schon leer, kann man nicht sagen, aber auf jeden Fall wurde der schon abgeholt. Jetzt sind wir hier einmal rumgerannt. Das ist alles nur draußen. Ich weiß nicht, schreibt mal in die Kommentare. Ja, der Treppe natürlich. Ne? Jetzt, wo ich an die Kommentare denke, ihr habt mich sehr oft gefragt, was mit der Treppe ist. Die Treppe, ne, die liegt hier. Und die ganzen, also schon verzinkt. Und die ganzen Einzelteile liegen bei mir im Auto. Ich habe jetzt fast alles, was ich brauche. Ich muss noch einmal zu einem alten Freund von mir. Sadlowski Zerspanung. Da muss ich noch ein ganz, ganz kleines bisschen. Das ist nur ein Flachstall. Das ist die Breite, habe ich ihm gesagt, ist mir egal. Irgendwie 20, 30 und 3 mm hoch. Also so ein ganz kleiner Flachstall, was ich in jede Stufe in der Mitte nochmal durchschneiden will. Wie gesagt, aber anschweißen will. Das seht ihr aber, das seht ihr in dem Video von der Treppe. Und dann war es das, ne? Ja, das war euch ja ganz wichtig zu wissen, wie es mit der Treppe weitergeht. Und ob die überhaupt irgendwann mal dahin gebaut wird. Ich muss auch zugeben, das war dieses Jahr echt richtiger Müll, dass wir immer durch den Geräteraum da rausgehen mussten. Also wollt ihr den mal sehen? Ja? Kommt, zeige ich euch auch mal meinen Geräteraum nochmal. Ich habe da ein bisschen aufgeräumt. Erwartet nicht zu viel. Es ist aber ein bisschen, was ist passiert. Eine Sekunde. Also hier auch, ne? In meinem Heizungs... Ach ja! Wir waren ja nur draußen. Hier drinnen will ich einen Holzofen bauen noch. Meine Güte, bin ich aber hier viel am Spoilern. Ne? Ich will auch gar keine Timeline sagen. Das kann sein, dass das noch 10 Jahre dauert, aber... Bah, scheißegal. Ne? Nee, 10 Jahre soll es nicht dauern, aber... Wird auf jeden Fall alles nicht mit einem Fingerschnipp erledigt sein. Hier, ach so, ja, hier habe ich aufgeräumt. Ich habe diese ganzen Sachen, ich habe viel weggeworfen. Das, was hier drin war und wo ich gedacht habe, was man nie wieder braucht, das habe ich weggeworfen. Hier habe ich auch ganz viel weggeworfen, wo ich denke, dass ich nie wieder brauche. Hier, das muss auch noch weggeworfen werden. Das hätte ich direkt wegwerfen können, war mir aber noch nicht zu 100% sicher. Ich bin mir aber jetzt ja, zu 95% sicher, dass ich es wegwerfe. So. Dann hier muss ich noch alles ein bisschen sortieren. Ich hole mir von diesen Stapelbehältern. Ich habe mir ein ganz paar wenige damals auch zum Campen geholt. Wir haben die auch bei uns in der Halle oben bei den Vermieters. Das ist ein super System. Da haben wir natürlich alles ein bisschen besser gemacht wie hier. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Hier will ich mir jetzt so Halterungen schweißen, wo ich diese ganzen langen Sachen hinhängen kann. Also, dass die nicht stören. Diese ganzen hier Fahrzeuge von den Kindern, die kommen da oben hin. Und dann glaube ich, wird das hier alles echt deutlich besser, wenn man so ein bisschen aufpasst, dass sich nicht mehr extrem viel Scheiße ansammelt. So, das nur einmal als Update für euch, dass ihr wisst, was hier als nächstes so passiert. Das, boah, ich verspreche euch jetzt was. Guck mal, heute ist der 6. September. Meine Frau hat jetzt wahrscheinlich gesagt, dass die froh ist, wenn die dieses Jahr steht. Aber ich sag, die steht bis das Video von der Treppe wird veröffentlicht, noch im September. Ja, boah, seid gespannt. Ich gebe mein Bestes. Das war's auf jeden Fall jetzt mit dem Video. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet und wie lange ich dafür brauche. Keine Ahnung, vielleicht. Ja, komm, machen wir eine Wette. Der am nächsten dran ist, dem gebe ich dann ein Eis aus. Und das war's jetzt aber auf jeden Fall mit dem Video. Ich lese eure Kommentare, Leute, aber ich beantworte die nicht. Ne? Das ist. Manchmal mache ich das, aber da will ich auf jeden Fall auch keine Regelmäßigkeit reinbringen, sonst hängt man ja nur noch am Handy. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Macht's gut und seid fleißig.